meine lieben Freunde, das ist der zweite Versuch jetzt. Mal gucken, ob ich jetzt Ton habe. Eben war der Ton komplett weg gewesen. Ich hoffe, dass es jetzt anders ist. Warte mal, bis mir hier angezeigt wird, dass ich hier online bin. So, okay. Nur Probleme hat man hier, wirklich. Nur Probleme. Wahnsinn. Also online bin ich schon. Wird mir nur auf meinem Profil nicht angezeigt. Das ist das Problem. Eieieiei. Ehrlich, Freunde, so macht es keinen Spaß. Das sage ich euch so, wie es ist. Ah, jetzt sehe ich mich wenigstens. Ah, okay. Also Ton ist da, Freunde. So, jetzt hörst du mich wieder. Das ist schön. Das freut mich. Oh, ja, ich weiß nicht. Es kann sein, dass ich deswegen weil ich ja Red Dead nochmal neu runterladen musste, dass deswegen der Ton weg war. Ist zumindest die einzige logische Erklärung, die ich habe. Oder weil der Stream vorhin unterbrochen wurde, einfach. Durch Internetmangel. Kann auch sein, dass daher der Ton weg war. Jetzt bin ich aber wieder da. Jetzt bin ich zu hören. Jetzt bin ich zu sehen. Jetzt ist alles wieder schick und schön. So, ich würde gerne das hier noch zu Ende bauen. Fünf Baumstämme brauche ich noch. Also, wie gesagt, um das jetzt einfach alles nochmal zu wiederholen, weil ich dachte, es war jemand bei dir reingekommen. Nee, wir sollen hier reinkommen. Also hier in meinem Büro kommt keiner rein, wenn ich streame. Es ist mittlerweile ein Büro. Früher war es ein Gaming-Zimmer. Und ja. Also wie gesagt, die Armbrust haben wir geholt. Ihr habt gesehen, wo ich sie geholt habe. Das ist ja auch wichtig, ne? Dass man das wenigstens sieht. Armbrust, eine geile Waffe, wenn man auf Entfernung kämpfen möchte. Ne? Also wenn ihr die Kannibalen von Weitem seht, dann ist die Armbrust richtig gut, weil die zielt relativ genau. Beziehungsweise ihr braucht nur auf den Körper zu zielen, und wenn der Gegner weit genug weg ist, dann trefft ihr auch mit der Armbrust. So, mein Regal. Machen wir fertig. Okay. Regal haben wir fertig. Jetzt können wir nämlich Ich habe doch Gebäudeschaden aus, oder? Ist aus, okay. Weil ihr hört wieder was. Was ich auch höre. Da hinten ist er. Alter. Der ruppt mir die ganzen Bäume weg hier. Der kleine Bastard. Und hätte ich jetzt den Gebäudeschaden an, würde ich hier schon runterfallen. Weil die Biester hier, die ruppen euch die ganze Bude auseinander. Feuer ist gegen die das beste Mittel. Jetzt wisst ihr auch, warum ich zweistöckiges Gebäude gebaut habe mit Balkon. Da kann man sich am besten wehren. Der will nicht sterben, ne?
Tu der Welt ein Gefallen und stirb. Na los, stirb schon. Er ist C. Ist bestimmt das Monster von Chuck Norris. Aber auch den kriege ich klein, früher oder später. Und sein Kopf macht sich gut an meine Wand, das sage ich euch. Jetzt wurde mir warm. Leicht warm wurde mir jetzt. So, der hat es hinter sich. Okay. Jetzt ist es wieder ruhig. So, die Haut nehmen wir uns natürlich mit. Und den Kopf brauche ich. Baum her. So, machen wir uns den dran. Am besten habe ich keine Ahnung. Mal gucken. Einfach mal gucken. Na, nie da. Wie oben am besten, wenn es geht. Geht nicht. Machen wir es dahin. So. Und ja. Ja, gut. Schön ist was anderes, aber immerhin. So. Was zu essen holen. Mal gucken, was wir hier noch haben. Da ist noch was Leckeres. Hier ist noch was Leckeres. Okay, ich weiß nicht, Leon, bist du noch da? Weil du wolltest ja gerne mal Multiplay machen. Du bist noch da. Sehr gut. Ich würde jetzt abspeichern und dann würde ich zu dir oder weiß nicht, soll ich zu dir ins Multiplay kommen oder du zu mir? Weil wir müssten ja auf Steam Freunde sein eigentlich, ne? Damit man den anderen einladen kann. Weiß nicht, ob du noch Lust hast. Für eine Stunde zu zweit quasi. Also es wäre cool, wenn du mir auf Steam eine Freundschaftsanfrage machen würdest. Wenn du das nicht schon hast, weil dann könnten wir zusammen spielen. Okay, gut, dann müsste ich jetzt erstmal kurz bei rein. So, dann bei Freunde, Freund hinzufügen. So. Aha, kann ich das kopieren? Nee, glaube ich nicht. Muss ich so eingeben. Aha. Aha. Ich würde gerne aufs andere Ding hier jetzt rüberschieben, aber den anderen Monitor, aber dann kann ich das nicht eingeben. Aha. 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 So, ich hoffe, das ist der richtige. So, Freundschaftsliste habe ich mal auf. Brauchst du das eigentlich? Bloß noch. Ach, hast schon angenommen. Sehr gut. Okay. Dann können wir ja jetzt minimieren. Beziehungsweise ausmachen. So, hier. So, ich weiß nicht, möchtest du zu mir oder soll ich zu dir kommen? Such's dir aus. Also eine Ansage brauche ich schon von dir. Egal, haben wir nicht. Das hat mein Chef immer früher gesagt, wenn ich gesagt habe, egal. Egal, haben wir nicht.
So. Mal gucken, wie seine Welt so aussieht. La 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 la. Mein Avatar spinnt ein bisschen, kann das sein? Ah, jetzt geht's. Jetzt sind wieder flüssige Bewegungen. Sehr gut. Dann lass doch so. Ja, meine Freundesliste haben immer gehostet. Aber jetzt sind wir ja bei dir drin. Hast mich ja eingeladen. Oh, ich sitze sogar noch im Sitz drin. Toll. So, also, ich weiß nicht, mit Sprechen und so dürftest du dich ja auskennen, hoffentlich. Ich sag mal ganz lieb Hallo. Ach, du klingst aber noch sehr jung. Ja, da hast du nicht übertrieben. Okay, wie ich sehe, fängst du hier auch quasi gerade in dem Multiplay neu an. Reingejoint. Ja, also würde ich sagen, ja, weiß nicht, was willst du machen? Base bauen oder willst du Waffen sammeln oder wie hast du das vorgestellt? Weil ich noch nicht bin, kannst du lieber anschauen, was wir zuerst machen. Also wenn du hier öfter spielen möchtest, dann würde ich sagen, wäre das sinnvollste Base bauen. Das ist ein Ja. Ich glaube ja. So, gut. Also, Koffer aufmachen. So. Lass ich mal Leon alles sammeln. Weil der hat am wenigsten. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung er hat. Aber ich lasse ihn das mal alles einsammeln. So. Stöcker und Steine. Die sammle ich mal so nebenbei noch ein. Kleiner Stock, kleiner Stein, großer Stein, kleiner Stein, Stoff, 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 jede Menge Stoff auf jeden Fall. So, dann werde ich mich gleich mal umgucken, wo wir uns hier befinden, und dann zeige ich mal Leon, wo ich bauen würde. So, wo sind wir hier? Hier irgendwo im Nirgendwo. Wo möchtest du deine Base haben? Direkt hier beim Flugzeug oder an einem Platz, wo du relativ sicher bist? Ich hab dich nicht gehört. Können gerne am Flugzeug sein. Können Okay. gerne am Flugzeug bauen, können aber auch irgendwo anders. Also ich würde vorschlagen bei der Yacht, weil da bist du relativ sicher, wenn du hier öfter mal reinkommen möchtest. Ja.
Gut, also müssen wir erstmal den Weg zur Yacht finden. Ich laufe mal hier einfach querfeldein. Nebenbei kille ich noch ein schönes Reh, weil er wird Fleisch brauchen. Keine Ahnung, wo wir uns hier gerade befinden. Also wirklich absolut gar nicht. Müssen wir mal schauen hier. Jede Menge Medikamente. Hier ist ein See. So, hier. Hier ist das Katana. Willst du das Katana denn schon holen? Können wir gerne machen, also wenn du Lust hast. Wir machen, dann folgt mir mal. Ich folge unauffällig. Halt die Klappe, Mann. Und stirb. Ja, da war er auch nicht ganz tot. So, der ist hinter sich. Die Rüstung überlasse ich dann dir, ne? Also kannst du dir die Knochen sammeln. Ich werde dir auch. Ladidu. Ladida, ladidadi, schön hier. Wirklich schön hier. So, machen wir uns mal einen Pikestock. Stock haben wir. So, viel mehr kann ich jetzt auch nicht machen hier, glaube ich. Aber doch, wir können das, das, das. Nee. Da brauche ich ein Seil für, ne? Bloody. Ein Vögelchen. Ach, schön. Ah, First Try gefunden. La 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 la. Ganz schön tief runter hier, muss ich zugeben. Heidewitschka. So. Alles, was man so gebrauchen könnte, mal einsammeln. Wo ist er hin? Da hinten. So, machen wir mal ein bisschen Licht an, damit wir was sehen. Wo ist er denn? Da hinten. Wo ist er denn hin? Da steht er.
Kutsche. Dann warten wir auf ihn. La 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 la. Und weiter geht's. Hier irgendwo. Nee, hier ist falsch. Hier lang. Da-di-da-di-da-da. Da-di-du, da-di-da-di-da-da. Ich muss sagen, mit Fackel ist es irgendwie dunkler. Habe ich das Gefühl. Aber wir sind da. So, Leon nimmt sich schon mal alles, was er braucht. Ich mache ein Feuerchen. Bin ja netter. Alkohol, Stoffuhr, alles Mögliche hier. So, kann ich ja schon mal ein paar Mollys herstellen. Also ich brauche das nicht, also kannst ja ruhig alles für dich nehmen. Party. Da könnten wir ja eigentlich schon wieder fast rausgehen. Genau. So. Da-di-du. Da-di-du, 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 da-da. So, dann werden wir dann wahrscheinlich nachher erstmal zur Yacht gehen und schon mal so den Grundstein legen für eine schöne Base. Und dann mal weitersehen. Zwischenzeit habe ich ja noch. Wo muss ich denn hier lang? Ach, hier. Stimmt, hier hing ja der komische Typsen. Hey. So, wo ist er? Da hinten. Ah. Muss ich wieder auf ihn warten? Kannibalen beobachten mich auch schon. Bam, 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 bam. Ja, la 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 la. Und hoch. Gott sei Dank haben wir es jetzt noch tags. Weil abends ist echt blöd, ehrlich gesagt. Wenn man hier abends durch die Gegend latscht, das zehrt an den Nerven. Du hörst Geräusche, weißt nicht, von wo die kommen. Ich hoffe, Leon ist hinter mir.
Hier sind doch wieder Leute. Irgendwo. Ja, wusste ich's doch. Ich höre hier was. Da freut sie sich. Ach, da unten war jemand. Okay. So, wollen wir zur Yacht? Nehmen wir an, das war ein Jahr. Da. Ja, können wir machen. Alles klar. Ah, Ich nicht hoffe da. hier eigentlich manchmal so verbuggt. Wer backt was? Torki so verbuggt. Ich sage mal ja. Ja. So, hier hinten ist die Schneelandschaft. Das Walkie-Talkie, warum das so verbuggt ist? Ach so, weiß ich nicht, inwiefern verbuggt. Meinst du das wegen den Ton? Ja, dass man manchmal, auch wenn man redet, einfach nicht hört. Da habe ich absolut keine Ahnung. In dem Spiel gibt es noch so viele Spielfehler. Das wird einer davon sein. Denn ich kann mich noch super an eine Gelegenheit erinnern. Da wollte ich mir so einen Kannibalen als Haustier halten, habe den in einem Käfig eingesperrt. Und sobald ich schlafen gegangen bin, war der Kannibale weg. So, mal gucken. Hier ist ein Dorf. Ein kleines Dörfele. Mal gucken, was hier so gibt. Ich glaube, Seil kriegt man hier. Oder gar nichts. Outfit. Ach, warte mal, wir müssen hier lang. Hier. Jetzt habe ich den Weg gefunden. Jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Das sind hier, wo ich gerade bin. Einfach nur ein Cave. Da ist auch nochmal ein Cave. Da kriegst du die Karte, wenn du zu Megan möchtest, nachher zum Schluss. Jetzt wird's dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Ist dann immer so dunkel im Dunkeln. Lalalala. Ist noch ein verdammt weiter Weg bis zur Yacht. Meine Güte. Also ich weiß nicht, wo wir die ganze Zeit lang gelaufen sind. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo es lang geht. Diesen See. Den möchte ich ja auch ein bisschen meiden, damit ich nicht allzu sehr friere.
Hier ist der Ozean. Noch hinter mir? Oder fast. Also hier ist das Meer. Hier gibt es Meer vom Meer. Ich finde, wenn man anfängt mit dem Game, sollte man schon so bei der Yacht bauen, weil, wie gesagt, die Gegner können halt nicht schwimmen. Und wenn man, wenn es einem zu viel wird mit den Kannibalen, dann kann man da locker flockig einfach ins Wasser rein und ja, entweder die folgen ein und sterben oder die Kannibalen bleiben an Land. Da kann man sich dann schön bei der Yacht aufhalten, abspeichern, schlafen, wie auch immer. Finde ich eigentlich ein sehr schöner Ort. Wo ist er? Immer noch da hinten leuchtet sogar. Ich warte auf dich. Weiter geht's. Dass man mit 13 so schon so eine Spiele spielt, Wahnsinn. Ich habe mit 13 vor allem Schiss gehabt. Ich hoffe, der kann gut schlafen danach. So, mal gucken, wie wir hier wieder heile runterkommen. Aber hier heile, ja doch, müsste was werden. Wo ist er denn? Wir sind ja schon fast da. Ist ja nicht mehr allzu weit. Ach, wehe, Jachter. Das Fell kann man super nutzen. So, dann werden wir mal hier runter, ganz langsam. So. Und dann hier. Ach, eher mal. Mann! Ja, mir doch nicht so ein Schrecken ein. So, hier ist die Insel, wo ich früher immer gebaut habe. Bei meinen ersten Versuchen quasi. Aber ja, ich muss jetzt sagen, die sind jetzt nicht so der Burner, weil es dauert sehr lange, bis man die Baumstämme, die man braucht, um zu bauen, bis man die rangeholt hat. Ja, ihr seht ja, man kommt ja da nicht unbedingt ran. Ja, also hier ist halt eine große Klippe. Muss man sich eine Baumstammrutsche bauen. Und dann kann man Pech haben und die Baumstämme fliegen ein sonst wohin. So, da ist er, okay. La 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 la. Ich habe übelst einen Ohrwurm von dem Lied. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Der Chat ist auch sehr ruhig geworden. La 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 la. Hey, da, da. Whatever will be. So, und auch nochmal ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt nicht so erfahren seid, immer am Rand entlang laufen, weil im Notfall könnt ihr ins Wasser springen. Wenn ihr jetzt so eine riesen Horde auf euch zukommen seht, ist es leichter, einfach hier ins Wasser zu jumpen, als zu kämpfen. Im Notfall könnt ihr schwimmen, wenn gerade kein Hai vorbeikommt. So, das Licht mache ich mal wieder aus. Nicht, dass wir jedoch ungewollten Besuch bekommen. Wo ist er? Da hinten. Lässt sich aber Zeit, der Junge. Junge, Junge, Junge. Mhm.
Mit ein bisschen Glück laufen wir hier die ganze Nacht durch. Da können wir direkt im Morgengrauen weitermachen und anfangen zu bauen hier. Im Multiplay. Junoris! Moin, moin! Und vielen Dank für dein Follow. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Mensch. Du machst den Tag heute schöner, als er sowieso schon ist. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Dass du den Tag bis jetzt gut überstanden hast. Was ist er denn? Nee. Nee, habe ich nicht. Also, ich spiele das Spiel schon relativ lange. Aber, der Leon, ein Follower von mir, der hat sich gerne gewünscht, dass ich mit ihm mal im Multiplay zusammenspiele. Und der hat hier noch keine eigene Base gebaut. Darum habe ich zu ihm gesagt, komm, ich helfe dir, ich zeige dir mal hier, wo man am besten, ich sag mal jetzt Anfänger, wo man am besten als Anfänger baut und schon mal den Grundstein legen für eine vernünftige Base. Und ja, da würde ich einfach nur mal ein bisschen helfen. Ich persönlich habe hier nicht angefangen, jetzt frisch, sondern ich bin da schon. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ich spiele schon seit ein paar Monaten und habe ja das Game auch schon 7, 8 Mal durch. Von daher hättet ihr Interesse, bei mir mitzumachen, weil ich baue da gerade eine Base. Na, ich würde gerne bei Leon erstmal hier einen Grundstein legen, dass er hier auch mal seine eigene Base hat. Weil er ist bis jetzt immer nur bei den Freunden mit reingejoint. Und ja, da wollte ich ihm einfach mal so ein bisschen einen Grundstein legen. Ne? Dass wenn er mal jetzt nicht mit Freunden spielt, dass er dann einfach seine eigene Base hat und da ein bisschen dran bauen kann. Bin auch noch ein Neuling. Okay. So viele Neulinge hier. Wahnsinn. So, da hinten höre ich schon wieder köstliches Gelache. Was? Was willst du? Stirb! Stirb! Oh, wird mir jetzt ein bisschen zu doll hier. Keine Medikamente hier, ne? Wahnsinn. Ich guck mal in die Koffer, ob ich da was finde, medikamentenmäßig. Ja, haben wir da Medikament. Sehr gut. Das brauche ich. So. Also vielleicht bin ich hier schon mal angebamselt. Dann machen wir hier noch ein schönes Lagerfeuer. Hab das erst seit 4D. Was heißt denn 4D? So, machen wir mal ein vernünftiges Lagerfeuer hier, damit er auch was davon hat. Auch schön, es war kurz Licht. Tolle Sache. Lalalala. Ach, hat er schon fertig. Okay. Ach so, seit 4 Tagen. Ja, also, wie gesagt, du kannst gerne auch in meine Streams reinkommen. Ich erkläre sehr gerne, wenn ihr Fragen habt zum Spiel, ne? Immer Fragen, ne? Fragen kostet nichts. Zumindest bei mir nicht. Einfach fragen. So. Wie sieht's denn aus? Möchtest du ein sicheres Haus auf dem Wasser haben oder ein Haus hier an Land? Was war das? An Land oder Wasser? Land. Also, wir können gerne noch an Land. Alles klar. Alles klar.
So, wir machen es aber trotzdem ein bisschen sicherer hier. Nicht einfach so hier so ein Fertig hier, ne, so ein Haus von der Stange. Die Secret haben gleich viele Follower. Okay. Schön. So, also, nehmen wir mal ein Fundament. Ich stelle mich mal kurz hier ans Feuer, weil mir ist recht kühl gerade. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich mich ein bisschen aufgewärmt habe. Ich muss aber einmal kurz weg, ich komme gleich wieder. Alles klar, ich fange schon mal an. So, warm ist mir mittlerweile. Dann können wir an Land wollte er haben. Also machen wir hier mal relativ groß alles. Und da muss ich gleich mal ein bisschen was essen hier. So. Ja, Essen nicht vergessen. Genau. Das ist auch immer das, was ich ständig vergesse irgendwie. Essen, trinken, das sind so Dinge, vergesse ich sehr, sehr schnell hier in dem Game. Im wahren Leben würde mir sowas nie passieren. So. Nehmen wir mal so ein Stückchen Fleisch. Und werfen das hier mal so ein bisschen mit rein. Die Knochen nehme ich mal hier weg. Damit ich mir nachher so viel Lampen und so einen ganzen Kram benutzen. Also wenn ihr mich live sehen würdet, würdet ihr sehen, dass ich das Essen nie vergesse. Mir würde was fehlen, du, also ehrlich. Na komm, werd fertig. So. Miam, miam, miam. Schnabbel, schnabbel, schnabbel. So, also. So ein Futtergestell haben wir hier. Dann brauchen wir noch etwas, um Wasser aufzufangen. Ist auch sehr ungünstig, dass er hier steht, weil wenn jetzt welche kommen, kann ich ja auch nur um einen kümmern, immer. Mal wieder ein bisschen Sicht machen hier, dass man hier auch sieht, was man macht. Hört wieder Töne. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich hier Töne höre. Da rennt er. Der Gnilch. Hopp. Vogel. Was? Was? Wie viel sind's? 3 Stück insgesamt? Komm her, du. Piep mal zu. Ja, genau. Haut euch mal gegenseitig auf die Presse. Fängt gut an. Lass mich in Ruhe, Mensch, du Vogel. Stirb, Kartoffel. Stirb, stirb, stirb. Du auch. Stirb. Ja, ist ja gut, Mensch, beruhig dich wieder. Welche Einheimischen kommen nach dem Blauen? Nach dem Blauen? Was für Blaue? Also es gibt hier die ganz normalen, die halb verhungerten. Dann gibt es Blau. Also ich glaube, du meinst die, dass dann später dann die Weißen kommen, ne? Da kommen so weiße Kannibalen mit so aufgemalten Kreuzen. Ja, bei mir kommen Blaue. Keine Ahnung, ob die blau sind. Auf jeden Fall, die stärksten Kannibalen sind die Weißen mit den aufgemalten Kreuzen. So. Ich fälle mal Bäume. Warum? Ganz einfach, weil ich es kann. Ja, also wie gesagt, also die stärksten sind halt die komplett Weißen mit den aufgemalten Kreuzen. Das sind die, die noch richtig reinballern, ne? Alter, das geht denn ja auf den Kranz hier, das Gehämmer. Pass mal auf. Mach das. So.
Dafür brauchen wir zwar mehr Energie, aber es geht auch schneller. So. Ich hoffe, er stirbt da unten nicht. Nee, noch steht er. Wenn er umkippt, dann mache ich mir Sorgen. Weil das Blöde ist, im Multiplay kannst du jede Zeit sterben. Also du kannst verhungern, du kannst verdursten. Du kannst angegriffen werden. So Pause gibt es ja hier nicht, ne? So, das machen wir mal hier weg. So. Dann bauen wir ihm erstmal eine schöne Baumstammrutsche. Damit er nachher nicht jedes Mal hin und her laufen muss. Sondern ganz einfach die Bäume von hier oben quasi nach unten befördern kann. So, machen wir mal hier. Und hier hin. Ja, würde ich sagen. So, zack. So, drei Seile brauchen wir dazu. Die Seile finden wir einmal auf der Yacht. Da sind drei Stück. Und wenn ihr hier an dem See rangeht, da findet ihr auch nochmal, ich glaube, zwei oder drei Seile. Die werde ich mir mal jetzt so besorgen. Der King, einen wunderschönen guten Morgen oder mittlerweile guten Tag. Herzlich willkommen hier bei mir im Stream und in meinem Chat. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich habe jetzt kurz mal eine Zeit lang nicht in den Chat geguckt. Und schon bist du da. Mit Stoff kann man auch Seile machen. Das weiß ich. Aber ich habe nicht so viel Stoff. Das ist das Problem. Darum muss ich mich hier anders behelfen. So, hier war doch noch irgendwo eins. Da ist es. Genau. So, drei Seile habe ich gesammelt. Bin noch der Dennis. Ach hier, Dennis? Du meinst Yo Dennis? Ah, die lassen wir mal hier runterkugeln. Ich habe doch gerade drei Seile eingesammelt. Wieso fehlt mir jetzt eins? Hä? Nee, ist fertig. Okay. So, dann können wir jetzt die Baumstämme hier runterrutschen lassen. Ja, genau. Ach so, okay. Wie viele Profile hast denn du, sag mal? Wahnsinn. So, jetzt haben wir auch nicht so einen weiten Weg, um die Baumstämme hier loszuwerden quasi. Das ist mein zweiter Account, okay. Ich frage mal lieber nicht, warum. Ich glaube, die Antwort werde ich eh nicht verstehen. Hey! Vielen, vielen Dank! Für 20 Bits, Mensch! Dankeschön! Das ist sehr lieb von dir! Ja, heute ist mein Tag, glaube ich. Genau, bei dem habe ich angefangen hier. Machen wir gleich mal weiter. Also Freunde, wenn ihr schnell Baumstämme irgendwo hin transportieren wollt, Baumstammrutsche, geht am besten, am schnellsten. Und vor allem, wenn ihr dann noch einen Wagen habt, wo ihr die Baumstämme sowieso damit transportieren könnt, denn läuft das hier nachher wie geschnitten Brot, das sage ich euch. Ich habe mir einen Aufzug gebaut. Ist auch geil, aber ich komme mit dem Aufzug nicht klar, ehrlich gesagt. So, hier. So, dann brauchen wir noch eine Schildkröte. So.
Dennis, jetzt übertreibst du aber wirklich. Alter, vielen Dank für einen Monat. Freunde, einen Monat hat er abonniert. Geil. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mensch. Es gibt so einen Moment im Leben, da weiß ich nie, was ich sagen soll, ne? Ich hatte gerade sowas wie eine Stimme im... Oh. Ob er will, dass wir jetzt zuhören? Immer das Gemecker. Mensch, das geht doch nicht. Langsam. Eins nach dem anderen. Oh. So. Bauen wir mal hier weiter. Oh, King, Mensch. Dennis, Dankeschön. Nochmal 30 Bits. Ey, nicht, dass du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. Vielen, vielen Dank. Oh, viel ist ja nicht mehr hier, ne, was wir hier brauchen. Und die Größe reicht auch völlig aus. Ja? Machen wir hier eine kleine Leiter hin. So. Machen wir da noch eine kleine Leiter hin. Und dann läuft das schon. So. Auch noch weg. Trinken? Achso, trinken. Ja, muss ich auch gleich machen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar keinen Durst. Ah. Könnt ja auch Sprengstoff besorgen. Ich besorge mal Sprengstoff. Und dann, Guck, guck, du kleine Schlampe. Kuckuck. Dennis, vielen Dank für alles. Mensch, ey, Wahnsinn heute. Ah, ja. Das Katana. Ach, guck, da ist ja schon eine alte. Hi. Bevor sie ihre Freunde holen kann, gleich mal killen. Anders hätte sie es mit mir auch nicht gemacht. So, gleich mal hier zeigen, wer hier der Babo ist. Erst gar nicht anfangen mit Schwäche zu zeigen, ne? Ja, Dennis, der probiert gerade seinen neuen Emote? Ich glaube Emote heißt die Dinger. Emote aus. So, warum besorge ich jetzt Sprengstoff? Ganz einfach. Wenn ihr Sprengstoff habt und damit Bäume fällt, geht das viel schneller. Und darum mache ich das. So, Leon kann ja weiterbauen. In der Zwischenzeit und ich besorge den Sprengstoff. Sofern ich das Lager hier finde. Ah, da hinten? Nee. Da hinten ist es nicht. Aber wenn wir hier am Meer entlanglaufen, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Da kann man sich eigentlich kaum verlaufen. Kurz ausruhen und weiter geht's. Weiter, weiter, immer weiter. Gar nicht jetzt lange stehen bleiben. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt, dass so viele Bäume hier in der Gegend rumstehen. Wenn ich baue, dauert es maximal eine Stunde und dann sehe ich schon weit und breit keine Bäume mehr.
Ah, da hinten ist das Dorf. So. Gucken wir mal. Ist noch recht ruhig hier. Mal gucken, wo sind die Sprengstoffkisten? Sprengstoff, da ist er. Mitnehmen und abbauen. Hehehe. Geklaut. So, und jetzt werde ich Leon mal zeigen, wie man hier in the forest im großen Stil die Bäume fällt. Ich hoffe, er lebt noch. Ein Eichhorn. Warte gerade. Ah, hinter mir ist keiner. Gut. Uah. Ach du Arschloch. Oh. Jetzt ging aber echt die Muffe hier. Also Wahnsinn. Ja. Wir müssen gleich wieder beim Strand sein. Und dann fällen wir hier im großen Stil die Bäume. Da kann man ordentlich was freisprengen hier. Ah, da ist er. Okay. Sehr gut. Oh, hat schon ordentlich Arbeit geleistet. So, dann nehmen wir mal Sprengstoff. Und dann auf zur Forstwirtschaft. Ich weiß gar nicht, wie lange man so einen Sprengstoff hier in der Hand halten kann, bevor das Ding losgeht. Hier nochmal. Und hier nochmal. Das geht dann nicht, dass ich ihn treffe. Das möchte ich ja auch nicht. So. Also wenn ich Bäume fälle, dann geht das immer schnell. So, jetzt brauchen wir nur noch einen vernünftigen Wagen, einen vernünftigen Einkaufswagen. Wo haben wir den denn? Ladida, da, da, da. Da ist er. Oh, Dennis, danke schön. Mensch, ich möchte aber nicht dafür verantwortlich sein, dass du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. Trotzdem, tausendmal Dankeschön. Okay. So. Bis zu 12 von den Hoppala. Baumstämmen passt ja hier drauf. So, man muss nur die richtige Taste treffen, ne? Dann geht das auch. So. Ja, ihr seht, ihr mit Sprengen spart man sich eine ganze Menge Zeit. So, den Einkaufswagen schieben wir mal dahin.
Das war so klar. Wieso geht das nicht? Jetzt geht's. Na bitte. So, ich sause mal nach unten und verbaue das schon mal nicht, dass die Baumstämme anfangen, hier durch die Gegend zu fliegen. Was manchmal auch passiert, da müsst ihr aufpassen. Das kann manchmal, das ist auch so ein Bug hier im Spiel. Wenn es zu viele Baumstämme sind oder wenn die doof aufkommen, dass sie dann hier dumm rumliegen, beziehungsweise durch die Gegend fliegen. Ist schade, wenn man sehr viele Bäume gefällt hat und dann muss man sich die Baumstämme irgendwo aufsammeln. Drei Baumstämme fehlen noch. Dann haben wir schon mal das Ding fertig. Dann können wir schon mal die Wände setzen. Hier vorne haben wir ja auch noch ein paar Bäume gefällt. Aus eigener Muskelkraft natürlich. Ha 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 ha. So. Sehr schön. So, und damit er nicht immer hopsen muss, bauen wir hier noch. Warte mal, wir machen erstmal die Wände. Nicht, dass er Mist macht. So. Hier. Dann kann er nämlich auch zur Yacht schwimmen. So. So. Reicht dir die Größe? Okay, so. Und ja, auch von innen, jawohl. Fenster, da Fenster. Das ist eigentlich groß genug, ne? Also hier kann man alles unterkriegen, was man braucht. So. So würde ich mir das vorstellen. Vielen, vielen Dank nochmal für die Biddies. Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich. Also ich bin ja ganz übergerascht. Das sind so Tage, da freut man sich auf den restlichen Tag. So, ist hier, so da. Na? Zack, zack. Licht. Vergessen dürfen wir das nicht. Sonst sehen wir hier nichts. Oh, da sind ja noch mehr. Wahnsinn. Ach, schon voll. Schon voll. Naja, gut, bei 38 Baumstämmen. Es ist nicht schlimm, wenn der Wagen voll ist. Da freut man sich über jeden vollen Wagen hier. So, nehmen wir gleich mal wieder ein paar mit. Weil Zeit vergeuden möchte ich ja auch nicht. Junge, Junge. So, wo wir schon mal so fleißig dabei sind, suche ich jetzt mal nach der kleinen Treppe. Oder warte mal, wir machen mal so eine große hier. Genau. Erstmal gerade anbringen. Weil bei den kleinen
Treppen wisst ihr nie, ob die wirklich passen. So. Und die hier ist ja auch schnell gebaut. Dann hat man hier nämlich schon eine kleine Treppe. Kann dann da vorne links machen. So, kurz was essen. So, das Bamseln wir hier an. Habe ich nämlich noch mitgeschleppt, irgendwie aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum. So, wieso verstehst du das mit dem Aufzug nicht? Beziehungsweise, wieso kommst du damit nicht klar? Ich weiß nicht warum. Es gibt Dinge im Leben, mit denen kommt man einfach nicht klar. Der Aufzug ist so eine Sache. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür ich ihn benutzen sollte. Keine Ahnung. Wahrscheinlich um Baumstämme von unten nach oben zu kriegen, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe den Aufzug noch nie genutzt. Und ja, habe es eigentlich auch in der Zukunft nicht vor, eigentlich. So. Oh, ich höre schon wieder hier kranke Leute. Licht, Mensch, sonst sehe ich doch nichts. Hier müssten doch noch irgendwo Baumstämme rumliegen. Vor allem nachts arbeiten, ne? Das ist eine Freude. Das gefällt mir sehr. Ich hoffe, heißt das ja. Hasse es abends. So, haben wir hier noch irgendwas, was da rumliegt? Das war jetzt schon alles. Hier ist noch was. So. Dann fahren wir den hier gleich runter. Und wenn wir uns jetzt nicht ganz blöd anstellen. Nee, es geht gar nicht. Die Tür ist zu schmal. Hätte ich gesagt, könnte man sogar hier den Einkaufswagen hier reinschieben. Aber das geht ja nicht. So. Das ist fertig. Das ist fertig. Wie viel brauchen wir noch? 15. 15 Baumstämme brauchen wir noch. Ich dachte, hier steht einer. Junge, Junge, Junge. Ist nicht einfach in meinem Alter, ne? Da erschreckt man sich sehr schnell. Und das ist dann nicht schön. Ganz und ja nicht. So, wo steht denn der Mond? Ja, die Nacht dauert noch eine Weile. So, ich mache mal die Baumstümpfe hier ein bisschen weg, damit wir hier mit dem Wagen auch weiterkommen. Aber wenn ihr die Baumstümpfe stehen lasst, dann wachsen zwar die Bäume wieder nach, aber ihr werdet ständig aufgehalten, wenn ihr flüchten müsst. Oder wenn ihr mit dem Einkaufswagen hier durch die Gegend rennt. Das ist dann auch sehr lästig. Darum mache ich die immer sehr gerne weg. Zumindest da, wo ich lang muss. Trink mal ein Schlückchen. So. Sehr schön. 15 Bäume noch. Beziehungsweise 15 Baumstämme. Ist eigentlich noch im Rahmen des Machbaren. Beim Bäumefällen übrigens trainiert ihr eure Kraft. Ihr bekommt Baumhart und ich glaube sogar Blätter teilweise.
Ja, ihr seht, die selbstgecraftete Axt ist nicht die beste hier. Aber die ist schnell gemacht. Man verbraucht auch sehr viel Energie, leider. Aber naja. Aller Anfang ist schwer. Von daher. So, die schicken wir auch noch runter. Da sind es dann nachher wieder um einiges weniger. Wenn es tags ist, können wir ja mal gucken, ob noch irgendwo Baumstämme rumliegen. Viele bauen sich immer so riesen Paläste mit 12.000 Zimmern und ich da werde ich wahnsinnig. Du findest ja dann nichts mehr. Da verläufst du dich ja noch und nöcher. Falls euch nachher die Baumstammrutsche nicht mehr gefällt, das ist kein Problem, könnt ihr sie auch einfach wieder abreißen. Ich denke jedes Mal, dass da steht jemand. Kein schönes Gefühl. So, nochmal ein bisschen Luft holen. Puh. Und weiter geht's. So, das ist auch weg. Ich denke mal, die Nacht geht noch eine ganze Weile hier. Sehr schön. Na komm, schaffst du. Ja! Und weiter. Immer gib ihn. Dass Leon hier nachher freie Bahn hat und nicht ständig aufgehalten wird von irgendwelchen dummen Baumstümpfen hier. Jedoch, das hier ist auch Schrott, das könnt ihr auch nicht nutzen. So, ach guck, hier liegt noch einer. Alles gut. Ich musste gerade ein bisschen Zimmer aufräumen und meinem kleinen Bruder helfen. Alles gut, ich bin auch da und ich habe schon mal weitergebaut. Ich hab's gemerkt. So, ein bisschen kalt ist mir hier. Also schnell Fackel anmachen, damit wir hier nicht erfrieren. Ja, da ist schon der erste Anschlag gewesen. Mal gucken, ob wir hier Baumstämme noch finden, aber ich glaube nicht. So lose rumliegen, tut hier gar nichts mehr. So. Also weiter mit Holz. Na komm, na weiter. Das schaffst du. Gib Gas, Marianne. Jawohl. Und weiter. Und schon fällt er. So einfach. Na, komm, weiter hier. Weiter, 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 weiter. Das ist schon Arbeitsverweigerung, was der hier macht. Oh, das ist saukalt hier, ne? Wahnsinn. Dennis, nochmal vielen, vielen Dank für deine Bits. Ey, du bist ja der Knaller heute, echt, also Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich nicht, also
habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Außer tausend. Das war mein Problem. Ich habe außer tausendmal Dankeschön. Schreien gehört. Ja, und wo ist jetzt das Problem? Ich hab mich. Das war in der Nähe von uns. War das jetzt einfach nur ein Gut. So ein Mutant? Oder so ein krasser Mutant? Nee, die schreien immer. Das sind ganz normale Mutanten einfach. Quatsch, ja, Mutanten, Kannibalen. Also das ist ein Kannibalenschrei gewesen auf jeden Fall. Okay, war ziemlich laut auf jeden Fall. Ja. Ja, je näher sie kommen, umso lauter wird's. So, mal gucken, wie weit wir hier kommen jetzt, weil ich muss ja nachher auch noch mal offline gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel hat er mir jetzt überhaupt geschickt hier. Meine Güte. Also, Dennis, ich muss mich noch mal tausendmal bedanken für deine Bit. Ne? Total lieb von dir. Du bist der absolute krasse Burner. Baum fällt. So. So, gut, dann machen wir mal das Dach. Das setzen wir da auch noch mit drauf. Es regnet Baumstämme. Was hast du? Das Problem ist, ich habe den Stream an, aber ich muss ihn leider leise machen, weil ich dich sonst doppelt höre und mich. Ja. Das ist blöd. So, hier ist das Dach. Aber ich kann ja reden und du kannst dann halt ohne zu antworten, was. So. So, Freunde, aber ich muss leider schon wieder offline gehen. Du, ich muss leider schon offline gehen jetzt, ne? Wenn du möchtest, können wir morgen weitermachen, wenn du Bock hast. Klar. Freunde, ich gehe nochmal kurz zum Abspeichern. Und dann. Vorsicht vor den Haien hier. Jeder mal eben zum Abspeichern. Freunde, ich verabschiede mich von euch. Es war mir eine Ehre, für euch spielen zu dürfen. Einen fetten Dank geht an Leon, dass ich heute hier zusammen mit ihm spielen durfte. Natürlich nicht nur an ihn alleine, sondern. Oh Mann, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich gucken. An. Dio Noris für dein Follow. Ganz, ganz fettes Dankeschön. Genauso wie an Dennis. Auch ganz, ganz fettes Dankeschön für dein Follow und für deine. Ich weiß gar nicht, wie viele Bits hast du mir hier eigentlich heute rübergeballert? Mal zusammenrechnen. 2, 6, 7, 8, 9. Für 100 Bits, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und für dein Abo. Egal, du bist der Größte. Natürlich bedanke ich mich noch bei allen, die hier im Chat aktiv waren, Freunde. Morgen, 8.30 Uhr, bin ich wieder für euch da. Ich hoffe, Leon ist dann auch da und dann machen wir hier weiter bei der Base. Das waren 100 Bits, genau. Habe ich ja richtig gerechnet. Freunde, ich bedanke mich bei euch allen. Ihr wart der absolute Knaller. Wie gesagt, morgen, 8.30 Uhr, bin ich wieder für euch da. Bis dann.
Mach dir noch einen schönen Tag. Lass dich nicht ärgern. Warte mal, ich kann nicht ein. Ja, nee, komm. Bisschen einfach, ne? Ciao.